nur, was das jetzt für ein Verhau hier. Da drüber. Das ist eine Linde, ein sehr, sehr alter Baum. Die lassen 200, 300 Jahre, 350 Jahre. Eigentlich in der Phase seines Lebens das Zeitliche segnet, sagt man es mal so. Er ist schon innen drin mehr oder weniger hohl, faul. Die Wurzeln, die jetzt noch da sind, angeschlagen mit verschiedenen Pilzen und Fäulen. Ja, wichtig ist eigentlich nur, dass der Baum so lang wie es geht erhalten bleibt. Also der wird natürlich seine ganze Krone verlieren und wir hoffen darauf, dass er stark nachtreibt. Aber er darf einfach überhaupt kein Gewicht mehr drauf haben, weil es ist auch eine kleine Bank drunter. Und wenn jetzt dieser Koloss, der wirklich bricht und es hockt einer drunter, dann haben wir ein großes Problem. Linde hat eine relativ weiche Holzstruktur. Also sind die Unterschiede zwischen hart und weich sowieso sehr gering. Aber was ich jetzt da so erkennen kann, gefällt mir eigentlich ganz gut von der Stabilität her. Und das ist mir eigentlich schon mal ein sehr wichtiger Aspekt für den Erhalt von dem wunderbaren Baum. Wir haben jetzt die zwei Anker angebunden, jetzt werden die da verspannt. Dann ist der Baum einfach gesichert, dass er nicht nach unten wegklappt, wenn irgendwelche Spannungsspitzen auftreten sollten. Jetzt ist das Grüne noch nicht gespannt, gell? Noch nicht ganz, ne? Nein, noch gar nicht. Dann gehe ich mal rauf, oder? Gut, nachdem wir jetzt wissen, wie unten die Statik einigermaßen beieinander ist und ausschaut, können wir jetzt von oben her die Krone absetzen. Das heißt, wir fangen immer von oben her, weil wir klettern natürlich erst in die Spitze, um uns da so zu positionieren. Und falls jetzt irgendwie in der Unterkrone, die Sekundärkrone, die wir praktisch raus aufziehen wollen und rausheben wollen, wenn da jetzt Schäden entstehen durchs Runterschmeißen von Stammteilen oder Kronenteilen, dann können wir die nachkorrigieren. Also man fängt immer von oben nach unten an. Nie den Ast abschneiden, auf dem man sitzt, oder wie ist das? Das ist eine gute Idee. Für uns ist es natürlich ein schöner Kindheitstraum, der sich da erfüllt, weil in Bäumen klettern ja wirklich ein Kindheitstraum ist. Und wenn man richtig schöne Bäume hat, weil es nichts Schönes gibt. Also der Plan ist jetzt, dass wir quasi, wenn wir die ganzen Äste von der Krone runtergenommen haben, dass nur noch die Stämme stehen,
ist der Plan, dass wir oben eine Seilbahn anschlagen und die dann über den Berg rüber nach unten dann ablassen, die Stammstücke. Also ich werde aufgehen an dem Stammstück, dann werden wir die Seilbahn oben einbauen. Ein bisschen aufziehen. Das ist jetzt ein praktisches Seilbahnsystem. Das macht er jetzt oben fest. Und an der Seilbahn macht er dann die Schnitte fest, die Stücke, die abgeseilt werden. Und an dem Stück, was abgeseilt wird, ist auch nochmal ein Bremsseil, was über dem Poller dann runterbremst wird. Weil es schürzt ja wirklich nach unten weg. Geh mal noch ein bisschen Spannung. So, dass eigentlich die Welt an jeden Menschen gleichkehrt. Egal, ob jetzt der da bei uns wohnt oder irgendwo in Afrika, jeder Mensch hat das gleiche Recht auf Erden zu sein. Und dann sollte sich eigentlich jeder mal die Frage stellen, was möchte man unsere Kinder, unsere Enkelkinder hinterlassen. Und vielleicht ist das ein kleiner Beitrag, was wir halt gemacht haben, dass man den Baum, dass das vielleicht noch meine Enkelkinder anschauen können, dass man so weit erhält. Und darum ist es so wichtig, dass man echt einmal drüber nachdenkt, bevor man einen Baum umschneidet oder entfernen lässt, kann man es nicht irgendwie vielleicht erhalten. Vielleicht ist es doch besser, vielleicht ist es doch schöner. Vielleicht haben die Kinder dann noch was zum Anschauen. Uns überlebt er gewiss. Kann sein, ja. Wenn du es so weitermachst. Ha 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 ha.